Das ist zum Beispiel, es war jetzt mega technisch, aber scheißegal. Ja. Zum Beispiel die Höhe von der Bühne macht huere viel aus. Ja. Also weißt du, kannst, wenn du jetzt in einem kleinen Club spielst, ja, es ist viel persönlicher. Das Boss war in Bern, ja, zum Beispiel. Genau, ja, genau, es ist viel persönlicher. Hundertprozentige Chance, dass nie jemand meine Schuhe sieht. Ja? Ja. Jetzt aber habe ich gerade im Quatsch Comedy Club Hamburg wieder gespielt. Dort ist die Bühne recht hoch. Vor allem, wenn du vorne hockst, du hast wirklich so quasi etwa auf Augenhöhe, schaust du die Bühne an. So, ja? Und dann erzählt mir noch der Moderator, der Christian Schulte-Loh, der an diesem Weekend gesagt hat, hast du schon kennengelernt. Christian, ich weiß nicht. Der Grossi. Super Komiker. Also, das hat irgendwann einmal, haben ihm alle auf die Schuhe geschaut, weil er frisch eben auch neue Schuhe angehabt hat. Aber das hat auch mit der Höhe zu tun. Und ich weiß nicht warum, aber an dem Tag gehe ich auf die Bühne und ich denke so, scheiße, ich habe den Hosenladen offen. Das kann nicht sein. Und, weil, doch, und zwar, weißt du, was das Problem ist? Du, wenn du einfach so unterwegs bist, du bist jetzt irgendwie, frag mich nicht, bist du am Nacht oder so. Und dann merkst du irgendwann, dann kannst du schnell mal aufstehen. Ah ja, genau, weißt, ja, du machst auf, ja. Aber auf der Bühne, du kannst dich nicht einmal anschauen. Du bist am Auftreten, du spielst zu den Leuten. Aber ich dachte, das kann nicht sein. Die ersten drei Reihen oder so, ich das Gefühl gehabt, die schauen mir alle auf den Schritt. Und dann hast du gemerkt, es ist der Winkel. Ja, aber natürlich erst nach dem Auftritt. Alter, ich bin 15 Minuten auf der Bühne gesessen. Oh mein Gott, mein Hosenladen ist offen. Weißt du, wie ist das? Und dann habe ich gedacht, ich kann ja auch nicht den Move machen, wo dann mal schnell... Ja, genau. Vor allem, kannst du noch das Handmix. Stell dir vor, dann hörst du so... Nein, das ist so wie in der Schule, kurz nach dem Mittag, haben wir, glaube ich, eine Show abgemacht, vor allem mit den Mädels, haben wir gesagt, wenn der Giger reinkommt, schaut dann alle auf die Hose. Ich sage, er war von nicht mehr ruhig. So wie bei dir, kannst du mir vorstellen, du stehst dort und dann hast aber irgendwann hat er sich getraut, hat er sich umgedreht und schaut runter. Ohne Sei. Ja. Und dann haben wir so laut gelacht. Bei mir hat eben mal einer wirklich den Hosenladen offen gehabt. Ohne Sei. Und dort bin ich so wirklich, dort bin ich so in my prime vom Schulidiot gesehen. So 15, 16, Hauptsache irgendetwas, wo ich sage, muss lustig sein, oder? Ja. Und dann habe ich aufgestreckt und gesagt, sie haben den Hosenladen offen. Weißt du, mega stolz. und er hat es aber mega geschätzt, weil also bist du ja eigentlich klar, so da. Ja, ist ja schön, dass ich viel Ball. Und dann hat er eben gesagt, danke, Joel, Mann. Das ist komisch gesehen. Der hat, ist kurz vor seiner Pensionierung gesehen. Ja. Und der hat wirklich einen sehr, ich sage jetzt mal, nasse Ausspruch gehabt. Was heisst nasse Ausspruch? Nasse Ausspruch heisst, er hat also recht gespuckt beim Reden und so. Und es hat sich immer so in seinem Mullwinkel, hat sich immer so der Speichel gesammelt. Ja. Genau. Und dann ist er immer so in die Mitte gewandert. Und zum Teil hat er es dann da vorne gehabt. Das ist immer so Faden. Nein, es hat immer so Faden gemacht. Immer so, und wir sind wirklich so angewidert gesehen. Und dann hat er immer auf den Hellraumprojektor gespuckt. Und dann hat er so mega Alter. Es sind irgendwelche Algebra-Formeln und einfach so blum, blum, blum. So. Oh, weh. Aber weißt du, das habe ich mich bis jetzt immer gefragt, gell? Weil ich weiss noch, ein Beispiel. In der Schule, die Meltem, sie hat immer provozieren. Zum Beispiel Herr Lang. Was hat sie gemacht? Sie hat immer provozieren. Aha, provozieren, ja. So, mein Turnen, sie läuft bei der Lang vorne durch, lässt den Ball okay, bückt sich, du siehst ihre Unterwäsche und Tangas und Herr Lang steht dort und schaut dann kurz ab und schaut auf und wir alle, wie wir gewusst haben, dass sie das macht, oder? Aber ich habe mich gefragt, Lehrer, sie sind auch Menschen. Gott. Haben sie Lieblingsschüler? Logisch. Gell? Aber sie geben es nie zu. Nein, dürfen sie ja nicht. Ich will das lehren. Ich behaupte ja auch, Eltern haben Lieblingskinder. Oh. Also das würde heissen, bei dir in der Family? Was, wer bei weiß? Mir in der Family? Ja, du oder deine Schwester. Wer liebt es mich? Ist schwierig, weil... Nein, ist schwierig, weil wir sind... Wir haben die gleiche Mutter, aber wir haben nicht den gleichen Vater. Und so hat sich das, glaube ich, schon immer sehr gut aufgeteilt. Weißt du, was ich meine? Okay. Dass sie hat logischerweise ihren Vater, ich habe logischerweise meinen Vater und wir haben zusammen unsere Mutter. Und dann kann man sich das auch teilen. Aber ich habe auch schon mal einen wunderschönen Satz gehört, von wegen, wenn du ein zweites Kind kriegst, dann tust du nicht deine Liebe teilen, sondern du sie multiplizieren. Ah, oh, das heisst, es wird eigentlich umso mehr. Aber trotzdem. Sind wir ehrlich, es gibt so Familien, du hast fünf Geschwister, die und du findest einfach so. Wir haben fünf Geschwister, wir sind fünf. Jo, eben. Ich weiß nicht. Also weißt du, dann gibt es die, die mega geil sind, und dann gibt es die, die sich ihren Namen auf den Käppchen tun. Ja, das stimmt. Er hat es einfach müssen machen. Er kann es nicht lassen.
Ich kann es nicht lassen. Ah. Übermorgen hat er gehabt. Nein, aber jo, ich habe jetzt viel gut. T-Shirts und so? Ja, die haben die langen auch. Ja, hast du es? Ah, geil. Und Schlüsselanhänger, oder? Nein, nicht Schlüsselanhänger, aber Schottgläschen. Und Kondom. Schon gebraucht? Ja, gib mir es mal. Ah, hast du nicht mitgenommen? Nein. Ah, okay. Nein. Aber das wäre gut. Feel good Kondom, yes. Ja, feel good or comedian steht drauf. Verstehst du? Entweder. Ja, oder, entweder oder. Nein. Okay. Ja. Aber ältere Lehrer haben eh Lieblingsschüler. Weil ich weiß zum Beispiel, der eine Lehrer hat mich gehasst. Aber das merkst du, oder? Zwar, ja, voll. Ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Frau Katomas gesehen. Sie, es hat ihr gestresst, dass ich im 10. Schuljahr, dass ich dann 2 Nachmittage frei bekommen kann, um Sport zu treiben. Dann hat sie immer irgendwelche Sachen gesucht. Was hast du noch gemacht? Leichtathletik? Ja, genau, Leichtathletik. Ja. Und sie ist abends gekommen und ich hocke in der Schule. Dann sagt sie, ja, Herr Nguyla, Sport ist Mord. Und ich denke, aber es ist eigentlich mega gesund. Also, Sport ist Mord? Ja, Sport ist Mord. Ich wünschte, sie wären tot. Quasi hätte sie das sagen denk, Bitch! Weißt du, wie habe ich sie kennengelernt? Das erste Mal, wo ich Frau Katomas kennengelernt habe. Wir haben... Tut sie noch unterrichten? Was? Tut sie noch unterrichten? Müssen wir das piepsen denn? Frau Katomas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Egal. Ich habe Frau Kat piep! Auf jeden Fall. Ich bin in der Schule und wir haben LSK-Lernstunde. Und Was? Lernstunde. Ohne Witz jetzt? Ja. Hat es das gar in der Schule? Ja, in der Lernstunde. Ja, der KSB. Das ist einfach eine Stunde Zeit gehabt, um Lehrstellen zu suchen. Ja. So haben sie gelernt. Du lachst, oder? Und das haben alle gemacht, gell? Ja, ich war ein sehr guter Schüler gewesen. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. Also das habe ich noch nie gehört. Lernst du? Ja, jetzt aber hat vielleicht damit zu tun, dass ich nie so weit gekommen bin in der Schule. Aber, gut, ja. Aber damit, ja. Lernstunde, wer auch immer auf so eine Idee kommt, bei einer Sitzung entscheiden erwachsene Menschen, weißt du, was man könnte machen? Man könnte einfach, eine Lernstunde. Ja, man könnte einfach mal chillen, allein, eine Stunde lang, irgendwelches Zeug machen. Das kommt sicher, die werden ganz brav schaffen. Ja, die suchen sich alle. Aber schließlich, ich meine, das erste halbe Jahr, vielleicht machst du nicht so viel, aber nachher, du weißt, du musst eine Lehre finden. Den machst du es wirklich. Mhm. Aber am Anfang auf jeden Fall, ich lasse... Dort hast du den, wie heisst es, Drucktechnolog? Ja, Drucktechnolog. Nein, ich hatte das eben vorher gehabt. Ich bin einfach ein Jahr hängen. Ich hatte schon ein Jahr. Ohne Scheiß. Ja, ich hatte schon eine Lehre gehabt. Ich bin einfach nicht hingegangen, weil ich meiner Mom gesagt habe, ich will nicht zuhause hocken. Ohne Scheiß. Dann hat sie gesagt, gegangen, jetzt hat der Schuljahr, ist so gut, dann lerne ich halt weiter für ein Jahr. Deswegen, für mich... Aber mega viel gelernt hast du. Auf jeden Fall, ich laufe dort rein, wirklich, ich laufe wirklich zwischen die Türen. Eigentlich bin wirklich die Tür einmal innen, mache ich so mit der Cap, höre ich einfach einen schreien, ziehen Sie den Kappe ab! Ich denke so, ich schaue über und denke, ich wollte es ja gerade abziehen. Ziehen Sie es nachher ab, Stunde fertig, alle stehen auf, lassen alles einfach dort stehen. Ich sammle das Zeug und ich muss rauslaufen, laufe zum Kübel und denke, ich will nicht zweimal laufen. Nimm die Cap und setze es so drauf und laufe so raus. Plötzlich schreit sie mich nochmal an. Ich habe gesagt, ziehen Sie die Kappe ab, dann bin ich hässig geworden. Und sagt, sehen Sie nicht, dass meine Hände voll sind? Ich bin am Aufräumen, wie die anderen alles noch liegen. Und dann sagt, jetzt lacht es mir. Am Montag bei mir im Büro mit Ihnen muss ich ein Wörtchen reden. Und ich denke so, wer ist die? Und wie heissen Sie denn, frage ich. Dann sagt sie, ja, Frau Katomas. Ich denke, okay, gut, dann bin ich gegangen, ist Freitag gewesen. Ey, Alter, Montagmorgen. Laufe ich so in die Schule rein, suche Frau Katomas, steht nicht her, Frau Katomas, oben da, Schulleiterin. Nein! Ja, gerade einen Verweis bekommen. Mit dem Anfang, so wie du den Anfang erzählt hast, ja. So wie du den Anfang erzählt hast, hätte es so eine Rom-Com werden können. Ja. zum ersten Tag haben sie mega Stress und tun sich aufschicken. Und dann nachher aber. Am Schluss. Schon nach einem halben Jahr. Ja. Haben die auch in der Schule Lehrer gehabt, die untereinander etwas hatten? Nein, wir hatten einfach Lehrer mit hohen schiefen Namen.
Aha, ja, okay. Aber wir haben Lehrer gehabt, die haben untereinander etwas gehabt. Das ist so peinlich gewesen. Ja? Jo. Die eine und die andere haben dann irgendwann sind die zusammengekommen, gell? Und es ist wirklich so ein Talk of the School gewesen, weil ohne Scheiß ist dann so Zeugs passiert, wie er fährt seine Stunde an, gell? Wir hocken alle drin, und dann sagt heutiges Thema, das und das. Und dann nachher macht sie auf die schnell Türen auf und sagt, 5:55. Und dann macht sie das. Und wir so, ohne Scheiß jetzt, really? That's just weird, so. Come on. Und dann erzählt ein anderer Lehrer, hast du so ein Arsch gesehen, erzählt ein anderer Lehrer so, fort bin ich ins Lehrerzimmer und habe gedacht, Gott, Fratelli, ich mache zwei Schiele rum. Ah nein, sind es die anderen zwei gesehen. Wow. Wow. Das waren noch Zeiten, wenn Leute nicht so politisch korrekt sind. Ja, they just don't give a fuck. Ja, ganz ehrlich, Lehrer, also in der Schweiz ist ja noch halbwegs okay zahlt in der Oberstufe, aber sind wir ehrlich. Ja, weltweit, glaube ich. Lehrer ist ein nobler Job, wo entweder machst du es, weil du weißt nicht, was sonst machen. Oder du glaubst wirklich daran. Und es ist immer so, ich sage jetzt mal, die so ab 50 aufwärts, vor allem eben noch so vor 10, 15 Jahren, vor Political Correctness und schon ein gewisses Alter erreicht, wo sie finden, jetzt ist es mir eh scheißegal. Ist egal. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ein langes Teil. Das ist so gewesen. Weil ganz, also wir haben ganz schlimme Geschichten gehabt in der Schule. Weißt du, so hörst du dann immer so übergeben von anderen Lehrern, früher und so. Wie die eine Figur, die ich mal im Programm hatte, die ist der Heiri Nütterl, kennst du den noch? Der, wo er so redet. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da habe ich im Wiener Promi den gehabt. Der hat immer so primitives Zeugs gesagt. Weißt du, die Frau über die Matratze jagen. Ah, ja, jetzt. Also, ja, und dort habe ich ein wahres Zitat, dort habe ich ein wahres Zitat drin, dass der früher noch anscheinend, der Originallehrer quasi, zu dem Mädchen beim Turnunterricht in die Garderobe ist, um zu schauen, ob sie das Licht löschen. Einfach, wenn sie sich umgezogen haben. Haben sie sich umgezogen und dann so, du, noch schnell wollen schauen, ob draus Licht löscht. Weißt du, während sie sich am Umziehen sind? So Trump-mäßig. Ja, ich bin auch gerne. Donald Trump, ja. Und der gleiche Typ hat anscheinend, und dann ist er von der Schule verwiesen worden, hat er das Mädchen im Turnunterricht einen Spagat machen lassen und ist dann nachgemessen, wie viel zum Boden fällt. Nein! Mit seinen Fingern. Stell dir das mal vor. How fucked up. Ohne Scheiß. Ja? Ja, das klar. Aber ja, nein, das geht wirklich nicht. Das ist widerlich. Und darum, das sind wirklich so Typen gesehen. Denen ist es einfach scheißegal gewesen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Eben, vor. Der einzige Lehrer, den wir hatten, ist mit seiner Schülerin verheiratet gewesen. Ja? Wie alt? Ja, am Schluss dann halt, weißt du, irgendwann bist du 55 und sie ist 50, voll easy. Ja. Nein, ich weiß nicht, was gesehen. Das sind, glaube ich, schon 17 Jahre Unterschied gesehen. Ja? Ja, dann ist der irgendwie 35 gesehen und richten, dann hat er die 18 genommen. Es hat mal so eine Serie gegeben, verbotene Liebe. Ja? Oh.